Ja, ja, Kitty. Sag bloß, du kennst auch Kitty. ich habe mich nur gefragt, ob ich dich schon kenne, und da ich dich in der Mitgliederseite auf DC gesehen habe, dass du streamst. Ja. Ich bin auf mehreren Servern. Ich hab zu viele. Ich bin auf zu viel. Aber ich mag sie alle. ich gehe mal von aus, dass du auch einen Kitty kennst. Vielleicht ist es sogar dasselbe. Das hatten wir nämlich gerade erst. Kitty ist bekannt wie ein bunter Kater. Hund hätte jetzt falsch geklungen. So, oh Gott, ich muss lesen. Idiot. Der Prime war eklig. Ich erinnere mich gar nicht mehr an den. Ich hab den länger nicht mehr gemacht. Was ist für Gott? Ich glaube, der hatte eine coole Mucke. Ich will jetzt keine Eigenwerbung machen, deswegen habe ich jetzt hier nicht genannt. Alles gut, alles gut. Alles gut. Ist auch richtig so. Da passen meine Mods dann nämlich auch drauf auf, also alles gut. Ich kann es mir aber denken. Oder du kannst es mir auch privat schreiben. Kannst du auch machen. Jo. Oh, ich muss lesen. Ah, die Leute von der Weitläufer-Gilde, oder? Sehr gut, sehr gut. Ich bin Buskeron und das ist meine bescheidene Schenke. Ich habe Lucien um Hilfe gebeten, weil ich ein kleines Problem mit einer Bande von Wilderern habe. Bei uns im Südwald gibt es eine Menge Gesetzloser, ihr wisst schon. Eigentlich weiß das jeder, aber keiner tut was dagegen. Mit Verlaub, wie ihr sagt, es ist nicht ungewöhnlich, in dieser Gegend Wilderer anzutreffen. Das ist bedauerlich, aber nicht unsere Aufgabe. Wieso habt ihr uns hinzugezogen? Tja, weil es nämlich keine gewöhnlichen Wilderer sind, deswegen. Es ist Pava Mutjuks Bande. Bang. Warum auch immer. Ah, das Cloud Rider. Sagt euch nichts. Jedes Mal, wenn wir sie... Also ich antworte nach dem Stream, wenn es okay ist. Jedes Mal, wenn wir sie fast haben, sind sie schon einen Schritt voraus. Sie verlegen ihr Netz quasi jeden Tag. Aber dieses Mal können wir die Miezen am Schwanz packen. Aua. Die Sache ist nur, dass ich eine Abmachung mit den Rotbauchwespen habe. Wir lassen die Finger von ihrem Versteck und sie bleiben schön weg von meiner vornehmen Schenke. Und wenn ich ein Riesenaufgebot von Nofika Shah oder vom Klageregiment herbeizitiere, könnten sie das in den falschen in die falsche Kehle bekommen. Würde so aussehen, als kämen die wegen den Wespen. Und das würden sie mir vermutlich übernehmen. Wohingegen drei Bogenschützen wie wir keine Aufmerksamkeit erregen. Ich verstehe. Ihr könnt uns die Angelegenheit getrost überlassen. Lei, Edaria, wir durchkämmen die Gegend nach diesen Wilderern. Sobald wir genügend Hinweise gefunden haben, treffen wir uns wieder hier. Alles klärchen. Alles klar, Ryder. Dir noch einen schönen Tag, viel Spaß und danke, dass du reingeschaut hast. You. Also ich kenne einen König der Kittys, aka Whitehead, aka Kitty. Und ja, da kommt sehr viel rum. Ja, okay, dann kennen wir den gleichen Kitty. Habe ich mir dann auch gedacht. Na gut, Kitty. Ein weitreisender Kater. Und hallo, Niklas. Niklas, ich lebe und atme und bemühte. Das ist mein Standardspruch heute. Ich finde ihn gut. Ich bleib dabei. Wie geht's dir? Bist du wenigstens ausgeschlafen und fit? Im Gegensatz zu uns anderen.
Die liegen hier aber ganz schön auffällig, finde ich. Die Fangeisen. Nein, ist gut, wenn du nimmst. Ja, passt. Okay. Nicht blind? Wahrscheinlich. Das muss ja irgendwo da am Rand sein, glaube ich. Wo ist es denn? Ja. Wenn man nicht weiß, wo man suchen muss. Da! Ich hätte jetzt einfach gesagt, einfach immer dem anderen hinterher. Dann passt das. Die männlichen Auras gucken immer so böse, ne? Ja, circa 11 Stunden mit Mittagsschlaf. Oh, ich beneide dich. Oh, ja, ich hätte da auch gern ein bisschen Schlaf. Aber meine Sorge um die Katzis war größer. Oh mein Gott, das Oberteil. Also, nicht nur das Oberteil, das Outfit heißt, ist halt einfach geil. Oh, bald. Bald kann ich mir auch Glam holen. Ein Fangeisen und ein Fall? Das stammt sehr wahrscheinlich von Wilderern. Aber das Paar, was Bande dahinter steckt, ist damit noch nicht bewiesen. Und diese alte Metflasche bringt uns schon gar nicht weiter. Ein verdrecktes Überbleibsel aus einer Zeit, als Buskar und Source doch gar nicht existierte. Ach, Sever, wer ist denn eigentlich diese Pava? Pava Mujuk, die Anführerin der berüchtigsten Wildererbande des Finsterwaldes. Sie ist eine Meisterin des Bogens und führt ihre Mykotenmeute mit strenger Hand. Sie wurde einmal fast gefangen, aber sie überlistete den unerfahrenen Wachposten und verschwand ohne jede Spur. Das ist alles. Ach, tatsächlich. Jedenfalls haben wir jetzt lange genug nach Hinweisen gesucht. Woher wissen wir, ob diese Paar überhaupt hier war? Ich würde sagen, wir überlassen das Ganze dem Klageregiment oder Nofika Shah. Beruhigt euch, berüchtigt oder nicht, Wilderer zu jagen ist nicht unser Bier. Oh, Bier. Bier? Das ist sehr wohl unser Bier. Es geht um die Sicherheit unseres Waldes. Wir müssen diese verschlagenen Schädlinge aufhalten. Aber das versteht eine wie du nicht. Dein Stamm zieht ja auch rastlos umher und jagt alles, was ihm gerade vor dem Bogen läuft. Wie kannst du nur so etwas sagen? Und was ist mit der Daya? Stellst du sie etwa auch auf eine Stufe mit gemeinen Wilderern? Hallo, was habe ich damit zu tun? War einmal mit Kommando im Dungeon. Nie wieder. Lieber warten auf Dungeon. Das Kommando ist echt mehr. Das stimmt. Ja, deswegen habe ich mich verbessert mit dem. Ich kam tatsächlich auf das Wort Kleid. Lasst mich. Ich bin müde. Ich kam, ohne Witz, ich kam echt nicht auf das Wort Kleid. Das ist echt. Heute ist nicht mein Tag. Heute ist ein guter Tag, aber heute ist nicht mein Tag. War vom Kollegen. Ich habe nur einen geilen Film angeschaut. Circa 12 Uhr bis 9.30 Uhr gepennt. Was habt ihr denn geguckt? So bin ich ein bisschen im Glück. Alles klar. Dann viel Spaß im Glück. Und vielleicht bis später. Okay. Hört auf, wir haben jetzt keine Zeit für so etwas. Du, wenn die Ladung schalte ich mal runter. Ganz genau, wir haben jetzt keine Zeit für sowas, Mondkalb. Also, sehen wir uns die Hinweise doch näher an, die wir gesammelt haben. Gut, aber was gibt es da zu sehen? Das Fangeisen und der Pfeil sind zwar von Wilderern, aber sonst ganz gewöhnlich. Oder was denkst du? Lass mich doch aus dem Spiel. auf Prime 13 leben. Den kenne ich noch gar nicht. Also, ja. Ist das gut? Ich habe da schon mal was von gehört, aber ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe so vieles noch nicht gesehen. Mir wurden jetzt auch schon so viel empfohlen, aber irgendwie... Ich weiß gar nicht. Zuletzt habe ich jetzt mit Frisches die Herr der Ringe-Serie angefangen zu gucken. Das ist jetzt die einzige Serie. Und auf Netflix gucke ich gerade Sabrina wieder. Bin der mal sucht die mit dem Charme. War nicht mit meinem Main. Nicht mit den anderen Chars. So oft am Marktplatz wie mit dem.
Ja, ich muss mich immer zurückhalten. Ich will mein Geld sparen. Ich muss mich so dermaßen zurückhalten, aber... es wird schwierig. Wir betrachten mal die leere Metflasche. Trägst du die dreckige Flasche immer noch mit dir herum? Ich sage dir doch, die ist nicht aus dem Horst. Sie hat nichts mit der Sache hier zu tun. Das ist doch irgendwie seltsam, findet ihr nicht? Woher kommt sie denn dann? Und wenn sie so alt ist, warum sieht sie so aus, als wäre sie erst kürzlich geöffnet worden? Soweit ich mich erinnere, hat Buskron schon früher Met und Bier gebraut. Noch vor der Katastrophe. Er war als Wache hier in der Nähe stationiert und hatte seinen eigenen kleinen Vorrat. Buskarons Narbe, genau. So nannte er seinen Wachposten. Los, nichts wie hin. Vielleicht finden wir dort Spuren von Pavas Bande. Mal gucken. Das ist sehr spannend, der Film. Nach einer wahren Geschichte. Okay. Ja, man muss mal schauen. Vielleicht ist das ja was für mich. Ich habe nie mehr als 20 KG auf allen Chars, sobald sie was Klammer holen. Oh, ja, ich bin gerade froh, dass ich 52.000 habe. Das ist schon verdammt viel für mich. Ich würde mal versuchen, dass ich mehr mit dem Char hier crafte und sammle. Ich gebe zum ersten Mal Geld für Armor aus, weil durch das extreme Überleveln kommst du leicht an... nicht leicht an passendes Armor für Level. Das stimmt. Das stimmt. Aber wie gesagt, ich versuche mit dem hier tatsächlich mehr auch die Handwerker dazu machen. Stimmt, ich glaube, ich kann auch gleich fischen gehen. Wenn ich es zeitlich schaffe. Müsste ja gleich soweit sein. Irgendwas gefunden? Überall Fußspuren. Ganz sicher von Mikotes Schuhwerk. Die Spuren sind ganz frisch. Sie haben uns vielleicht kommen hören. Und sind geflüchtet. Oder sie sind ganz in der Nähe. 6. Deckung. Tada. Hey, fast wie in Matrix. Sowas. Ich dachte, wir hätten wieder ein paar von den kläglichen Maskenträgern erwischt. Nicht, dass ich mich beschwere. Sein Gesicht zu verstecken ist verdammt nochmal unhöflich, wenn jemand mit dir spricht. Und wo wir gerade über Manieren reden, meine Süßen, das gehört sich überhaupt nicht, im Haus einer Dame herumzuschnüffeln. Ich spoilere aber nichts, das ist gut. Das ist gut. Nee, ich werde mal gucken, ob das was für mich ist. Wenn ja, dann schaue ich es mir auf jeden Fall an. Aber wahrscheinlich erst morgen? Schaffe ich es morgen? Na, oder vielleicht nachher, wenn ich recht früh Feierabend mache. Das Pakt will uns über Manieren belehren? Ich fasse es nicht. Wir sind in der Überzahl. Wir teilen uns besser auf. Die Anführerin gehört mir. Ich werde sie von der Gruppe isolieren. Euch beiden überlasse ich die Stellung hier. Wird gemacht. Crafting ist nicht meins. Muss ich aber machen. Nur die Crafter-Pads mal auf dem Glam haben. Die nur die bekommen. Da habe ich auf dem Schau auch. Keine gute Idee, Fischen macht süchtig. Deswegen gehe ich nicht angeln. Komme ich nicht. Ja, vertan ist. Bin ich den ganzen Tag nur sammeln. So viel Spiele wie Stardew Valley und so Farm. So daher habe ich Spaß am Sammeln. Ich mag beides nicht tatsächlich. Ich mag es weder zu sammeln, noch mag ich es zu craften. Aber wie du schon sagst, ich hätte auch gerne die Mounts, die Pets und alles andere drumherum. Und es spart, glaube ich, wenn man es aktiv macht und weiß, wie und was, spart es bestimmt auch Geld. Wenn man sich alles selbst ersammelt. Erfarmt. Und mal gucken.
zudem hätte ich eigentlich auch gerne den Mentor. In beidem. Aber das liegt erstmal noch in weiter Ferne. Allein wenn ich mir die WS angucke. Also nicht mal auf meinem anderen Main habe ich groß WS. Also mit 4 WS, ja. Kein Kommentar. Der Film geht über 2 Stunden. Ohne Witz, ich liebe es tatsächlich, Filme, die lange gehen. Filme oder Serien, die länger als normale Spielzeit gehen, ich liebe es irgendwie. Weiß auch nicht, da kann man so richtig bei abschalten, finde ich. Mag halt auch gut bei... Es kommt drauf an, was es für Serien sind. Also diese 20-Minuten-Folgen bei einer Serie kommt zwar drauf an, aber meistens, wenn es was Spannendes ist, ist es ekelhaft. Immer mit diesen ganzen Unterbrechungen. Bäh. Soweit würde ich gerne kommen, dass ich craften kann, ohne Material zu kaufen. Also nur das kaufen, was man nicht sammeln kann. Kriegen wir hin. Irgendwann. Irgendwann haben wir's. Das war's wohl. Wir haben die alle erwischt. Und wo ist das Mondkalb? Hier lang. Mach schon. Ich habe halt vor, das alles so ein bisschen nacheinander zu machen. Erstmal alles auf 50. Und dann mal gucken. Zitze. Das war eine verdammt schwache Vorstellung, Schwester. Du nennst dich Mondstreuner, ja? Ein Jäger ohne Krallen ist nichts weiter als wehrlose Beute. Nein, bitte. Und tschüss. Bei dem Bogen. Oh, schade. Zeit abgelaufen. Wir sehen uns wieder, mein Schatz. Also auf meinem eigentlichen Main habe ich 453 WS. Weil ich halt ja viel als Heiler dann gegangen bin. Und da habe ich relativ viel WS mir holen können, verdienen können. Aber es ist schon schwierig, vor allem als CD. Aber ich mache es tatsächlich immer so, ich gebe auch den DDs teilweise WS. WS ist in Final Fantasy die wertvollste Spielerbelohnung. Also wenn du quasi eine Inni machst, also ein Dungeon läufst und den fertig absolviert hast, darfst du halt einen wertvollsten Spieler wählen, mit dem dir das Spielen am meisten Spaß gemacht hat. Die meisten wählen Tank oder Heiler, kannst auch die DDs wählen, je nachdem, wem du das halt geben möchtest. Und wenn du, ich glaube, 1500 WS hast, kriegst du den Mentor. Kriegst du so ein Mentor-Symbol über deinen Namen. Und dann kannst du wie heißt das? Mentor-Roulette laufen. Dann kriegst du irgendwelche Dungeons zugeteilt. Und davon musst du dann auch wieder einige gemacht haben und dann kriegst du ein ganz tolles Mount. Welches ich haben möchte. Das dauert dann aber noch ein paar Jahre. Also eine Glim könnte es draus machen. Geht auch. Das ist schlecht wie Spiel mit meiner dürfte es gar nicht sein. No. Ach was. Ich glaube, wenn man überhaupt WS kriegt, dann kann man auch nicht so schlecht sein. Ich glaube, Sorgen müsste man sich machen, wenn man wirklich 0 WS über die ganze gesamte Spielzeit hat. Ich glaube, dann sollte man sich vielleicht Gedanken machen. Aber ich finde es gut. Wie gesagt, ich tausche halt auch immer. Wenn ich zum Beispiel Dailies mache, gehe ich meistens halt immer die Bank runter. Erst Tank, Heiler, dann kriegen die DDs. Also immer halt, ne? Je nachdem, wie viel Inhalt ich dann halt laufe. So, dass halt alle es kriegen. Mal so. Also es sind ja leider nicht immer dieselben Personen, mit denen man draußen ist. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Dass dann auch mal WS beim DD ankommt. Ich wollte gerade sagen, viele sind schlechte Mentoren und machen das nur fürs Mount. Ja. Bei mir ist es halt so, ich möchte helfen. Möchte aber auch das Mount haben. Es gibt halt diesen Unterschied. Ich habe es neulich erst wieder gesehen. Da waren wir in einem Dungeon, wo man eigentlich noch was hätte machen müssen. Und der Tank,
als Mentor rennt halt einfach durch und du denkst dir nur so. Aber die Leute in der Gruppe haben gefragt, was man da noch machen muss. Du rennst einfach weiter. Mentor, warum hilfst du nicht? Dann habe ich versucht, denen das zu erklären, und dann wurde ich nur angepumpt, was mir einfällt, denen jetzt was anderes zu erzählen, was ja angeblich nicht stimmt. Das musste man aber machen. Weil am Ende kommen dann halt Ads. Also die sind im Extra-Monster. Wurden die nicht kapiert? Also wurde er nicht kapiert, er wurde halt weiterrennen. Das dachte mir dann auch so, okay, dann nicht. Dann lassen wir das so. Er war dann auch der Meinung, weil er dann pissig war, dass er Wall-to-Wall machen muss. Ich habe ihn sterben lassen. Ich habe es zwar noch versucht, hab mir dann aber irgendwann gedacht, ach komm, du bleibst eh nicht stehen. Du bist es nicht wert. Ich habe dann das mit den DDs allein gemacht. Die DDs waren dankbar dafür. Haben sich am Ende auch noch bedankt. Nur der Tank war doof dann. Ist halt so. Menschen. Wenn du Lala spielst, kriegst du Tonnen an WS für Niedlichkeit mit meinem Main war mein Lala. Ist jetzt was anderes. No. Lalas kriegen auch häufig was geschenkt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte auf meinem Lala habe ich mal 3 Pets. Waren es 3 Pets geschenkt gekriegt? Und auf meiner männlichen Vigera war mal einer der Meinung, mir eine 1 Million Gil zu schenken. Wo ich auch nur dachte, okay. Ja, ich war glaube ich sogar im Stream. Müsste glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es geklippt wurde oder ob das in irgendeinem Best-of mit drin war, weiß ich noch gar nicht. Was? In meiner alten Hütte? Und sie haben meinen Met getrunken? Bei allen 7 Höhen. Es ist wohl Zeit, die Obrigkeit einzuschalten. Ich werde Nachrichten an das Klageregiment und Nofikas Schar senden. Es wird den Rotbauchwespen nicht passen, aber reden hilft hier sowieso nicht mehr. Ihr Paar war ordentlich Feuer unterm Hinter gemacht. Aber sie ist keine Närrin. Sie wird sich aus dem Staub machen, noch bevor der Tag vorüber ist. Trotzdem danke für eure Hilfe. Ihr wart klasse. Wollt ihr einen Tee? Na gut, dann richte Lucien aus, dass ihr drei Schützen beste Arbeit geleistet haben. Ja. Ich habe einen Beschützerkomplex gegenüber hier. Habe immer Auge auf hier, sobald was an dem hängt oder so, helfe ich da. Also der steht hier oft hinter mir. Warum auch immer. Da musst du eh aufpassen. Ja, bei mir ist es halt so, wenn ich zum Beispiel Heiler spiele, ich mache ja nebenbei auch Damage. Wenn ich zum Beispiel sehe, der Tank braucht Hilfe, beziehungsweise einer der DDs hat zum Beispiel auch mein Ad, versuche ich das dann auch immer so ein bisschen, zumindest wenn ich sehe, okay, der hat wenig Leben, dann kann ich den erstmal heilen und dann kommt der Tank halt direkt an. Klappt meistens. Ich bin als Heiler bisher sehr selten gestorben. Meistens tatsächlich nur in Raids, wenn ich einen Co-Heiler hatte und der Co-Heiler der Meinung war, gar nichts zu tun. Aber wie oft hatte ich, ich glaube, das war auch einmal, ich weiß gar nicht, ob das mit Hybrid zusammen war. War auf jeden Fall mit einigen aus der Community und ich hatte halt keinen Co-Heiler in dem Sinne, weil ich glaube, einer von beiden tankt hätte, der sonst mit mir halt. Und ich hatte halt einen fremden Heiler. Und die komplette Gruppe, auch von den anderen, sind fast alle gewiped und also gestorben. Und er ist halt immer wieder. Und der hat nicht einmal habe ich ihn überhaupt irgendwas wiederbeleben sehen. Nicht mal, als er gelebt hat. Nicht mal, als die ersten 2 gestorben sind, wo er noch gelebt hat. Und ich dachte so, okay, ich krieg das so allein aber nicht hin. Ich brauche ein bisschen lange, wenn die Spontanität weg ist. Der war aber eher so, okay, ich muss Schaden auf den Boss machen, Vielleicht wusste er auch nicht, dass er als Heiler drin war, ich weiß es nicht, aber... Ich habe schon so einiges erlebt, wo ich mir dachte... Aha. Okay. Verstehe. Eigentlich verstehe ich nicht, aber verstehe.
Männliche Viere sind Fanboy, daher. No. Na gut, ich bin eigentlich kein Fan der männlichen Viere, aber ich wurde dazu genötigt. Ich werde ein paar Tankmechaniken lernen als Sargkämpfer, da ich Tankbuste und so ausweichen kann. Ja, gut. Ja, gut. Also ich bin immer froh, wenn ich hinten stehe, egal ob mit Base, Tänzer. Gut, Maschinist mag ich nicht so gerne. Gut, mit Reaper geht's eigentlich. Mit Reaper spiele ich auch verdammt gerne. Als Nahkämpfer. Also ich wechsle, wie gesagt, zwischen Reaper und White Mage. Große 80er, 90er Inis mache ich mit Reaper, alles drunter White Mage. Das andere muss ich echt üben. Jo, ich muss aber einmal. Nichts gegen meinen Babyboy. Ich sag da nichts gegen. Ich sag nur, dass es nicht so meins ist. Ich spiele jetzt. Ich hab von jedem Volk, ob männlich und weiblich, immer. Ne? Und schau. Also ich habe, glaube ich, 16. Tatsächlich. Männlich, weiblich, männlich, weiblich, männlich, weiblich. Außer von Rodgar, die haben wir nur männlich zurzeit. Kurz vor dem Wörter. Von da das niedlich in einem Satz. Ist eigentlich schon die Todesstrafe. Ach komm, Ladas sind niedlich.